Schön, dass ihr dabei seid. Es geht nämlich um etwas sehr Spannendes, eine neue Untersuchung, und die offenbart möglicherweise einen neuen und sehr relevanten Infektionsweg beim Coronavirus. Also wenn ihr Lust habt, bleibt dran. Diese Corona-Zeit ist ja irgendwie komplett verrückt. Also ich kann mich ehrlich gesagt nicht daran gewöhnen. Im Alltag ist es ätzend. Man kann die Freunde nicht sehen, man kann nicht feiern. Ich kann zum Beispiel auch keine Vorträge halten. Ist auch irgendwie blöd. Man kommt nicht mit anderen Leuten in Kontakt. Und in der Wissenschaft ist es auch nicht ganz ohne. Denn dieses Virus ist, wie man so schön sagt, neu. Da wird ständig weitergelernt. Es überrascht einen ständig. Und es geht jetzt um eine brandaktuelle Publikation. Sie wurde eingereicht, also sie ist noch nicht reviewed. Das ist wirklich ganz, ganz frisch. Und ich habe einfach das Glück, dass ich die Wissenschaftler, die diese Studie gemacht haben, kenne. Und sie haben mir gestattet, mit ihnen ein Gespräch zu führen. Es geht dabei um die Fleischindustrie. Und der eine oder andere denkt, Tönnies, ja, haben wir alle gehört. Und wenn ihr euch erinnert, es geht ja darum, wie kommt und wie kam es zu diesem gigantischen Ausbruch. Und viele vermuten, das hing einfach damit zusammen, dass zum Beispiel die ganzen Mitarbeiter auf engstem Raum zusammenlebten. Also zum Teil diese Art und Weise, wie überhaupt diese Mitarbeiter zusammengepfercht wurden. Aber, und das ist sehr spannend in der Wissenschaft, wenn man dann genau hinschaut, wird man manchmal auch überrascht. Und ich freue mich jetzt auf das Gespräch mit den beiden Wissenschaftlern, die genau diese Studie machen. Ich begrüße auf der einen Seite Melanie Brinkmann und Adam Grundhoff. Ihr beiden habt eine Publikation, die ganz neu ist. Ihr habt nämlich untersucht, was ist eigentlich in solchen Fleischbetrieben los. Ihr habt ganz konkret bei Tönnies nachgeguckt. Was habt ihr gemacht? Die Fälle, die wir hier beleuchten in dieser Arbeit, ist einmal Westfleisch oder West Crown, das ist das Gleiche, in Dissen. Dort wurden am 15. Mai Abstriche genommen von den Mitarbeitern. Das waren insgesamt 279 Mitarbeiter. Und am Sonntag, dem 17., wurde den Mitarbeitern, die positiv getestet wurden, das Ergebnis mitgeteilt. Und das waren 94 von 279, also eine ziemlich hohe Anzahl. Und zeitgleich wurde diese Serientestung durchgeführt bei Tönnies. Und dort fand man eben nur 4 positive Fälle. Dann schauen wir uns ganz genau an, was ist denn in der Woche danach passiert. Also wir wussten, dass die Fälle, die dann in der nächsten Woche positiv wurden, dass die in der Woche zuvor im Rahmen dieser Serientestung negativ waren. Sprich, die müssen sich in diesem Zeitfenster zwischen der ersten großen Testung und den weiteren Tests in der Woche darauf angesteckt haben. Also ich glaube nochmal, um ganz klarzustellen, es gibt diesen ersten kleinen Ausbruch, den wir untersucht haben, der direkt in der Woche stattgefunden hat, nachdem die erste große Serientestung bei Tönnies und auch bei Westfleisch in Dissen durchgeführt wurde. Dann gibt es, und danach im Anschluss kam es dann zu dem großen Ausbruch, der ja auch in den Medien sehr stark beleuchtet wurde, wo dann wirklich sehr viele Mitarbeiter auf einmal positiv waren. Tönnies und West Crown sind zunächst einmal natürlich völlig unterschiedliche Betriebe. Aber ihr habt da einen interessanten Zusammenhang aufgetan, und zwar geht es um 2 Mitarbeiter. 2 Tönnies-Mitarbeiter, die treffen Mitarbeiter von dem anderen Betrieb, und das genau in diesem kritischen Zeitraum. Ihr habt die beiden Tönnies-Mitarbeiter B1 und B2 genannt, aus Anonymitätsgründen. Aber was genau ist da passiert? B1 und B2 Arbeiter von Tönnies haben am Sonntag ein Treffen gehabt mit Mitarbeitern von Westfleisch und sind dann am Montag und Dienstag zur Arbeit gegangen, haben in der Zwischenzeit wahrscheinlich erfahren, dass es sehr viele positive Fälle gab bei Westfleisch und haben dann ihrem Vorarbeiter
gesagt, wir haben einen Kontakt gehabt am Sonntag und würden das hier gerne berichten. Und die wurden dann am Mittwoch getestet. Man muss dazu sagen, so wie sie von dem Kontakt berichtet haben, wurde das nicht als Hochrisikokontakt eingestuft, deshalb durften sie weiterarbeiten. Also am Mittwoch wurde ein Test durchgeführt, also eine Probe entnommen und diese Probe war positiv. Also hatten die aber Kontakt mit ihren anderen Mitarbeitern, die in dieser Halle gearbeitet haben, wo das Fleisch zerlegt wird, für 3 Tage lang Kontakt. Und das ist, glaube ich, wichtig zu verstehen. Diese 2 Personen haben zusammengearbeitet mit 140 Leuten in dieser großen Halle. Ich will das nochmal kurz zusammenfassen. Also, ihr habt 2 Mitarbeiter, von denen man im Nachhinein weiß, die waren infiziert. Ein paar Tage später hat man das ja auch gesehen. Und diese Mitarbeiter sind nun in einer Halle und wenn ich das richtig verstehe, könnt ihr jetzt genau untersuchen, wie sich das Virus ausbreitet, also wie möglicherweise andere dadurch infiziert werden. Auf dieser Grafik sind die Mitarbeiter dargestellt mit den verschiedenen Symbolen. Und die weißen Kreise sind Arbeiter in der Halle, die sich nicht infiziert haben. Und die farbigen Quadrate und Rauten und Kreise sind Mitarbeiter, die sich infiziert haben. Und in Rot, das Rot-Quadrat, ist der Indexfall B1, der infektiös war und sich ja selber dargelegt hat, dass er Kontakt hatte. In dieser großen Halle sieht man, ja, hier häuft sich etwas um diesen Fall. Also wenn die jetzt sich irgendwo anders anstecken würden, würde man ja eher vermuten, dass das hier gleich verteilt ist. Aber ihr beobachtet offenbar hier, und zwar in einem ziemlich großen Radius, wenn man sich mal die Distanzen anschaut, dass es dort eine Häufung gibt. Genau, und das war so ein Aha-Erlebnis, was wir hatten bei dieser Untersuchung, dass die Abstände eben tatsächlich auch in sehr weiter Entfernung waren von diesem Indexfall. Und nicht nur in einem Abstand, wo man jetzt von Tröpfcheninfektion sprechen kann. Ne? Wir wissen, dass Tröpfchen sich von Menschen bewegen können, aber nicht so weit, nicht diese 8 Meter. Bei Tröpfchen redet man eher von 1,5 bis 2 Metern. Daher kommt ja auch die Angabe, dass man eben physischen Abstand zueinander halten soll. Aber hier haben wir gesehen, es gibt diese Häufung und das wirklich in einer relativ großen Distanz. Und was wir natürlich auch noch untersuchen mussten, war, haben diese Personen sich wirklich bei der Arbeit angesteckt oder haben sie sich in ihrer Wohnung angesteckt, wo ja diese Mitarbeiter auch oft in etwas größeren Gruppen zusammen leben und sie haben auch gemeinsame Transportmöglichkeiten von ihrer Wohnung zum Arbeitsplatz. Und wir wollten wissenschaftlich belegen, haben diese Personen sich jetzt tatsächlich bei der Arbeit angesteckt? Oder haben sie sich an anderen Orten angesteckt? Und da brauchte es etwas Rechenleistung für. Und da würde ich jetzt ganz gerne den Stab an meinen Kollegen Adam Grundhoff geben. Also man sieht das ja auf der Grafik. Es erscheint einem ja direkt offenbar, dass das nicht zufällig verteilt ist. Aber als Wissenschaftler kann man natürlich nicht einfach sagen, das ist sehr wahrscheinlich, sondern wir müssen ja da eine Zahl drunter legen. Und das haben wir letztendlich ausgerechnet. Also wir sind davon ausgegangen, das sind die beiden Kurven, die du da jetzt zeigst. Wir haben ausgerechnet, wie, wenn wir jetzt vom Indexfall ausgehend immer in immer größere Abstände gehen, 1, 2, 3, 4 Meter, wie viel Prozent der Mitarbeiter in diesem Abstand sind tatsächlich positiv? Das ist diese rote Linie, die man da oben sieht. Ja, das ist also die tatsächlich beobachtete Prozentzahl der positiv getesteten Mitarbeiter. Und das haben wir verglichen mit der, die man erwarten würde, wenn das Ganze zufällig im Raum verteilt wäre. Und das ist die grau unterlegte da unten drunter, die so gestrichelt ist. Und das ist eben deutlich unterschiedlich. Und man kann das also jetzt ausrechnen, ist dieser Unterschied, ist der wirklich signifikant? Also ist das wirklich aussagekräftig? Und das ist das, was man da drunter sieht in der Grafik. Also wenn ich es nochmal einfach formuliere, dann ist diese Konstellation, die könnte ja auch per Zufall so sein,
Aber ihr belegt und ihr sagt, nee, nee, das ist relevant. Also das ist nicht irgendwie eine Tücke, wo per Zufall das passiert, sondern da spricht sehr viel dafür, dass es hier auch eine Beziehung gibt zu B1. Und das drückt ihr damit aus. Wir kommen nochmal einfach auf den Aspekt, dass wir ja gerade bei diesen Fällen immer unterschieden haben, wo können sich Menschen anstecken. Es kann ja irgendwo anders stattfinden. Und wenn man das jetzt mal im Vergleich sich anguckt, das habt ihr gemacht mit dieser Grafik, kannst du uns sie ein bisschen besser erläutern? Ja, das ist das, was Melanie vorher schon angesprochen hatte. Also viele dieser Mitarbeiter teilen sich ja eine Wohnung oder sogar Schlafräume, die fahren zur Arbeit zusammen. Und das könnte natürlich im Prinzip auch sein, dass sie sich dort angesteckt haben. Und wir können auf dieselbe Art und Weise Wahrscheinlichkeiten ausrechnen, wie wir das vorher gemacht haben für den räumlichen Bezug. Und was man da oben sieht, diese große Blase, das ist nochmal dieser Abstand, dieser räumliche Abstand um 8 Meter um diesen Indexfall, der eben, wie wir sagen, hochsignifikant ist. Man kann das auch in Prozent ausdrücken. Das ist mit 99,998%iger Wahrscheinlichkeit kein Zufall, dass dort so viele positive Fälle auftreten. Wir können das selber ausrechnen für diese Wohnungen, für die Schlafräume. Und die Wahrscheinlichkeit, dass das kein Zufall ist, die ist wesentlich geringer. Ja, also es ist mit wesentlich höherer Wahrscheinlichkeit Zufall, wie wir dort eben die Verteilung der positiven Fälle sehen. Wir haben es ja hier mit einem sogenannten Superspreading-Event zu tun. Also eine Person hat in kurzer Zeit viele andere Personen infiziert. Und wir haben hier in einen ganz kurzen Zeitraum geschaut. Wir schauen wirklich, die Person hatte Kontakt an einem Tag und arbeitet 3 Tage lang mit anderen Personen zusammen. Und in der Zeit kam es zu vielen weiteren Infektionen. Das reicht also schon aus. Und das kann ich auch gar nicht allein durch die Wohnbedingungen erklären. Denn wir haben hier keine Massenunterkünfte gehabt. Wir hatten hier Wohnunterkünfte, wir haben maximal 5, 6, 7 Leute zusammen gewohnt und nicht 20 oder 100. Die Kernaussage also, dass es weniger mit der Art und Weise der Behausung der Mitarbeiter zu tun hat, sondern tatsächlich wirklich mit diesem Umfeld, Schlachthof, mit Klimaanlage, mit all dem, was dazukommt. Und ihr habt das noch detaillierter gemacht, indem ihr das Genom etwas genauer entschlüsselt habt. Was habt ihr da gemacht? Man hat hier einen Fingerabdruck. Das sieht man ja schön, wie sich das von oben nach unten durch alle Fälle zieht. Es gibt noch ein paar zusätzliche Mutationen, aber diese 8 Mutationen, diese Stränge, dieser Fingerabdruck, der ist tatsächlich überall vorhanden. Das heißt, die haben letztendlich auch eine gleiche Abstammung, diese Fälle. Und wir gehen davon aus, dass das tatsächlich ein durchgehendes Ausbruchgeschehen ist. Wir haben eben von diesen 8 Mutationen sind 6, die hat man schon häufig gesehen, die sieht man sehr häufig in Europa. Aber wir haben eben diese 2 zusätzlichen Mutationen, die man da mit Sternchen markiert sieht. Die haben wir vorher noch nicht gesehen, die sind auch nicht in Datenbanken vorhanden. Also das scheint jetzt tatsächlich speziell für diesen Stamm zu sein, der dort in diesem Ausbruch oder diesen Ausbruch verursacht. Ich möchte nochmal auf eure Untersuchung kommen, weil sie ja doch etwas offenbart. Der Arbeitsplatz scheint zumindest in euren Daten eine besonders wichtige Rolle zu spielen. Ihr habt euch diesen Arbeitsplatz genauer angeschaut und offenbar spielen Klima und Umluft dabei eine Rolle. Genau, in diesem Zerlegebereich der Halle herrschen Temperaturen von ungefähr 10 Grad und die Luft muss natürlich deshalb ständig gekühlt werden. Und wir sprechen hier von sehr großen Hallen. Und was man bei dem Bild jetzt sehr gut sehen kann, wenn man an die Decke guckt, sieht man ein Kühlaggregat und einen langen Textilschlauch, der vom Kühlaggregat einmal durch den Raum an der Decke entlang geführt wird. Und über den wird die kalte Luft, die das Kühlaggregat ausstößt, in dem Raum verteilt. Und die kalte Luft fällt dann nach unten, das ist hier in der unteren Abbildung dargestellt, die Luft fällt nach unten auf die Arbeiter und wird dann wieder, wenn sie dann erwärmt wird, steigt sie nach oben und wird von dem Kühlaggregat wieder angesogen. Und nun kann man sich vorstellen, dass wenn diese Luft nicht mit Frischluft versetzt wird oder nur so zu einem geringen Anteil,
stehen die Arbeiter dann im Laufe ihrer Schicht in der gleichen Luft, die immer wieder umgewälzt wird im Raum. Das würde also bedeuten, dass man im Grunde genommen Aerosole hat, die sich ohnehin in dieser kühlen Luft eher halten als draußen, wo sie schneller verdunsten. Und im Grunde genommen dieses Recyceln der Luft möglicherweise kritischer anzuschauen und zu sehen ist als bisher vermutet. Nicht ganz so einfach zu beantworten. Richtig. Weil es sind natürlich mehrere Faktoren, die wir hier nicht auseinanderdividiert haben und auch nicht auseinanderdividieren können. Also mit Sicherheit die Temperatur, die Luftströmung, ob die Rezirkulation eine Rolle spielt, das kann man vielleicht vermuten, aber das wissen wir auch nicht. Ich glaube, das ganz wichtige Fazit ist, man hat bis vor dieser Studie nicht wirklich dieses Risiko in Betracht gezogen, dass es zur Übertragung über die Luft, über die Aerosole kommen kann. Worauf geschaut wurde, war der Abstand zwischen den Arbeitern und die Wohnverhältnisse und auch die Transportbedingungen, dass man sich eben an diesen Orten ansteckt. Was wirklich eine neue Erkenntnis ist, ist hier, über weite Entfernungen konnten sich die Arbeiter infizieren. Und das hat natürlich jetzt auch gewisse Konsequenzen, denn wir müssen jetzt überlegen, wie können wir die Bedingungen verändern, dass dort wieder normaler Betrieb herrschen kann. Und dafür müssen wir natürlich noch viel genauer hinschauen und untersuchen, was genau muss man jetzt ändern, damit es hier nicht mehr zu Infektionen kommen kann. Ist es die Luftfeuchtigkeit oder ist es die Art der Luftumwälzung? Wie viel mehr Frischluft bräuchte ich denn, um Infektionen verhindern zu können? Da gibt es jetzt ganz viele offene Fragen, die diese Studie natürlich anstößt. Und ich weiß, dass wir mit einer anderen Sensibilität eben auch nochmal auf diese Betriebe, auch auf Klimaanlagen gucken. Und jedes Mal, wenn ich jetzt eine sehe, werde ich an euch beide auf jeden Fall denken. Dankeschön und heute muss man ja immer sagen, passt auf euch auf, bleibt gesund. Vielleicht müssen wir also etwas genauer auf Klimaanlagen und ihre Rolle im Kontext der Infektionen schauen. Und es gibt dafür auch andere Indizien. Wie gesagt, noch immer eine gewagte These, damit das sehr klar ist. Aber wenn man sich zum Beispiel mal die großen Cluster für Ausbrüche anschaut, hier sieht man zum Beispiel Food Processing Plants. Also das ist nicht nur ein Fall, der sich beschränkt auf Tönnies oder hier sieht man zum Beispiel West Crown in Dissen, sondern auch in anderen Ländern erlebt man etwas Ähnliches. Und Food Processing Plant heißt, da sind Klimaanlagen, Luftumwälzung im Spiel. Oder ein anderes Beispiel, Schiffe. Also wir erinnern uns, zu Beginn der Corona-Epidemie gab es das große Problem mit den Kreuzfahrtschiffen. Inzwischen gab es auch Infektionen bei großen Flugzeugträgern. Und bei Schiffen spielen eben auch Klimaanlagen eine entscheidende Rolle. Und möglicherweise, so zumindest meine gewagte These, könnte es dafür sprechen, dass eben Schiffe tatsächlich durch die Klimaanlagen auch zu einem besonderen Infektionsherd werden können. Und wenn man dann noch in die Literatur schaut, gibt es noch andere Beispiele. Ich spiele euch die mal ein. Hier eine aktuelle Publikation, da geht es um Restaurantbesucher in einem Restaurant in Guangzhou. Und die Autoren haben den Fall genauer untersucht und festgestellt, da gab es drei Familien an drei Tischen und es kam zu einer Kaskade von Infektionen. Und wichtig, hier blau eingezeichnet, war eine Klimaanlage. Der Raum hatte keine Fenster. Und die Autoren gehen davon aus, dass möglicherweise eben eine Klimaanlage dafür eine besondere Rolle spielt. Ein anderer Fall, ein Callcenter, dieses Mal in Südkorea, in Seoul, am 11. Stock. Und auch hier ein Gebäude, die Fenster gehen nicht auf und man sieht in einem Raum, und zwar richtig getrennt, ganz viele Menschen, die sich hier infizieren. Also auch hier möglicherweise ein Fall, der darauf hindeutet. Nun, das sind möglichst konkrete Fälle, aber wenn wir uns das Infektionsgeschehen momentan anschauen, denn im Gegensatz zu dem, was wir hier in Deutschland erleben, ist es ja weltweit so, dass die Fälle immer mehr nach oben gehen, dann gibt es besonders interessante Fälle. Zum Beispiel
Länder wie Israel, wo die Zahlen wirklich dramatisch nach oben gehen. Oder natürlich eben die USA, wo die neuen Fälle inzwischen einfach immer mehr nach oben steigen. Und jetzt kann man sich fragen, gut, woran liegt das? Zum einen, das wissen wir alle, in den USA gibt es je nach Bundesstaat durchaus sehr unterschiedliche Sichten auf dieses Coronavirus. Aber es gibt noch etwas, nämlich im Moment ist es sehr heiß in den USA, und zwar, wenn wir uns die Temperaturen anschauen, der Juli ist in einigen Bundesstaaten der heißeste Monat, und jeder, der schon mal in den USA war, weiß, wenn man zum Beispiel in Florida oder Texas ist, im Juli geht man da nicht raus, da bleibt man drin. Und die Air Conditioner, also die Klimaanlagen, laufen Tag und Nacht. Und wenn man sich mal wirklich die Infektionen in den USA genauer anschaut, die Kollegen der New York Times haben das gemacht in einer interessanten Übersicht und haben hier mal gezeigt, in welchen Bundesstaaten gehen die Zahlen hoch, in welchen Bundesstaaten bleiben sie konstant. Nun, da, wo die Zahlen hochgehen, da erkennt man viele heiße Bundesstaaten, wie zum Beispiel Florida, wie Kalifornien, wie South Carolina oder Texas zum Beispiel. Und ich habe da einfach mal eine These, wie gesagt noch sehr wackelig, aber wenn man so die Mosaiksteine zusammensetzt, dass möglicherweise auch Klimaanlagen eine besondere Rolle spielen, weil die Menschen sich eben drinnen aufhalten, weil viele dieser Klimaanlagen keinen Filter haben, weil die Luft umgewälzt wird. Und wir könnten möglicherweise eine ganz ähnliche Situation dort auch erleben, wie zum Beispiel in den Schlachthöfen in Deutschland. Also, ich glaube, wichtiges Fazit ist, wir müssen genauer auf diese Klimaanlagen gucken, denn sie könnten eben, wie gesagt, eine besondere Rolle bei der Infektion mit dem Coronavirus spielen. So, das war's. Wie gesagt, ein kurzes Intermezzo mit einer, wie ich finde, spannenden neuen Publikation. Ich bin ja nicht der klassische YouTuber, ich habe das jetzt selber gemacht und ich weiß, da gibt es vielleicht noch das ein oder andere Defizit, obwohl ich habe mir in den letzten Wochen viel Mühe gemacht, hier eine Art Studio aufzubauen. Aber wenn ihr Lust habt, dann, ja, bei YouTube sagt man immer, ihr müsst alles drücken, also gibt es den Abo-Button und die Klingel und so weiter, schön und gut. Also ich freue mich auf jeden Fall und wenn es wirklich was zu berichten gibt, dann melde ich mich noch einmal. Und zum Schluss möchte ich noch auf etwas hinweisen, nämlich die Kollegen vom Futurium, das ist ein tolles Wissenschaftsmuseum in Berlin, die haben mich ein bisschen unterstützt, denn normalerweise habe ich dort eine Reihe und führe vor Ort mit Publikum Diskussionen, das ist immer total schön. Aber bedingt durch Corona können wir das jetzt nicht machen und ich habe den Vorschlag gemacht, okay, ich mache ein YouTube-Video und ihr teilt das, ich teile es natürlich auch und an der Stelle noch einmal danke. So, das war's und wie beim Fernsehen mache ich es jetzt hier auch und sage, bleiben Sie mir treu und empfehlen Sie mich weiter und ganz wichtig in diesen Zeiten, passt gut auf euch auf. Alles Gute, ciao. Thank you.